Hallo Leute, mein Name ist Räuben Nostra Bumsmuffel. Ich war zuletzt Poetry Slammer, habe dann festgestellt, dass das nur Husos machen. Ich möchte jetzt lieber Stand-Up-Comedian werden und ich frage mal die Leute in der Stadt, was die so drauf haben, um mir Inspiration zu holen. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass wirklich jeder in der Stadt den gleichen beschissenen, awkwardness liebenden Ghostwriter hat. Der Mauerfall hatte wirklich viele gute Folgen. Eine traurige Konsequenz gab es aber. Worauf soll die kleine Wanze denn jetzt sitzen? Im Zeichen des 21. Jahrhunderts und der Repräsentation von Diversität finde ich wirklich, man sollte diesen einen Song von den Beatles umbenennen in Hey Jude, Christ, Moslem, Hindu, Buddhist oder Atheist. Wie heißen die Erdbauer der Stadien für die WM? Wie? Katawa. Ach, weil die so sterben und tot sind dann. Mhm. Das kannst du nicht machen. Katar. Ach, Katafer. Katar. Das kannst du nicht machen. Wegen den Leichen meinst du jetzt, oder wie? Das kannst du nicht machen, Digga. Das ist völlig nicht in Ordnung, Mann. Ja. Ja. Also, über den Volken muss die Freiheit voll grenzenlos sein. Mhm. Sag das mal dem Fallschirmspringer, der seinen Fallschirm mit einer Zwangsjacke verwechselt hat. Hast du verstanden? Nein. Hast du nicht verstanden? Nein. Was ist das dann? Also, wieso? Hm? Hä? Hast du das verstanden? Nee. Nein? Soll ich das wieder vorlesen? Ich würde es löschen. Was? Löschen? Löschen. Löschen. Löschen? Löschen. 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 Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Mhm. Sag das mal dem Fallschirmspringer, der seinen Fallschirm mit der Zwangsjacke verwechselt hat. Fritzchen sitzt mit seiner Mutter in der Wanne und planscht. Mhm. Da fragt seine Mutter ihn ab: Weißt du, aus welchem Land wir kommen? Aus Deutschland. Weißt du, in welcher Stadt wir leben? In Weimar. Und weißt du, worin wir wohnen? Ein Haus. Mhm. Weißt du, in welchem Zimmer wir sind? Im Bad. Weißt du, worin wir sitzen? Pisse. Der ist gut. Ja, weißt du, nicht ganz mein Humor. Weißt du, was Goethes Motivation war, so bedeutende Weltliteratur zu schreiben? Nee. Weil ihn der Gedanke erregte, dass Millionen Schüler später mal gegen ihren Willen seine beiden Fäuste in sich aufnehmen müssen. Der ist gut. Ja, der ist richtig gut, Mann. Okay, warte, willst du weitermachen? Ja. Wo warst du? Ah, bei all der Scheiße, die Nazis uns und auch Deutschland damals eingebrockt haben, weißt du aber das, was die Wissenschaft ihnen tatsächlich verdankt? Was? Oh, eine ganze Mengele. Ja. Alter, das kannst du nicht machen. Das kannst du ja, nicht machen. Schwer. Der Mensch hat Menschen gefoltert, Alter. Das kannst du echt nicht bringen. Weißt du was? Mein größtes Talent, das ist Comedy Timing. Verstehe nicht. Also heutzutage ist es ja nicht mehr gern gesehen, wenn Leute in Klischees und Stereotypen denken. Ja. Wenn das so ist, würde ich sagen, ich glaube, wir Deutschen hätten bei dem Weltkrieg sicher gute Chancen. Ja. Naja, da musst du doch mal zurück ans Reichsbrett, dann musst du auch mal besser schreiben. Wie nennt man ein Kind, das beim Sex in einer Boeing 747 entstanden ist? Flugzeugung. Wieso? Weil es während eines Fluges erzeugt wurde. Ach so, und Flugzeug. Ach so, okay, ja, okay. Weißt du, mit welchem spontanen Anmachspruch ich Rihanna einheizen könnte, wenn ich ein berühmter Sänger wäre? Nee. Also, ich weiß es wirklich nicht. Bin nicht so schlagfertig. Weil Rihanna
ins Gesicht geschlagen, mal geschlagen wurde. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Nachnamen sind schon was Komisches. Jumbo Schreiner kann genauso gut Möbel bauen, wie Samuel Koch Essen umrühren. Doch, der ist es. Der ist es. Weil der querschnittsgelähmt ist. Achso. Ja. Gut, mit der Hintergrundinfo. Wie würde sich unser Bundeskanzler nennen, wenn er Bestseller über Philosophie schreiben würde? Richard David Brechmittel. Soll ich das vorlesen? Ach so, wegen Scholz und dieser Brechmittel-Affäre oder wie? Was ist sehr beweglich, aber wird ganz steif, wenn man es leicht am Köpfchen berührt? Ja. Was denkst du? Keine Ahnung. Samuel Koch. Alter, das ist ein bisschen geschmacklos, oder? Also ich weiß auch nicht, wo er die hernimmt. Also das ist ganz wild. Der Mann sitzt im Rollstuhl, Alter. Der hat ein hartes Leben jetzt. Ja. Wir sind uns doch alle einig, dass es extrem niederschmetternd ist, wenn man sein Haustier verliert, das man jahrzehntelang gefüttert und geliebt hat. Ja. Jetzt überleg dir mal, wie sich Wolfgang Bricklup hier gefühlt haben muss. Hey! My little baby brother used to play down on the floor. Jetzt überleg dir mal, wie sich Wolfgang Priklopil gefühlt haben muss. Ich hab nie gehört den Namen. Ach, das ist, kennst du Natascha Kampusch? Das kannst du nicht bringen, Alter. Der hat die 10 Jahre im Keller eingesperrt, Alter. Nur um das jetzt nochmal unmissverständlich klar zu machen, ich trage nicht wirklich eine Krawatte, ja. Ich trage nicht wirklich im Hochsommer so eine Scheißmütze. Und die Leute haben nicht wirklich ihre eigenen Witze da erzählt, für die sie jetzt in die Bredouille kommen. Das war alles meine Scheiße. Ciao, bis zum nächsten Video.